Es sieht einfach aus wie eine Sturmwaffe. Nein, sehr impulsive Waffe. Wir haben jetzt 5 nukleare Atomsprengsätze mit einer Kraft von 9 Trilliarden irgendwas gezündet. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video auf dem Kanal. Wir haben ja vor ein paar Tagen normale Waffen getestet. Das heißt, erst waren es nur Pistolen und die Standard langweilige Waffen. Dann wurde es ja krasser mit Raketenwerfer, Minigun und sowas. Also im Endeffekt ist jetzt nicht so unfassbar viel passiert. Klar, ein paar Explosionen, dies, das, aber da sind alleine die TNT-Mods eigentlich krasser gewesen. Dementsprechend habe ich mir jetzt einen neuen Mod rausgesucht, beziehungsweise neue krasse Waffen. Deutlich realistischer, beziehungsweise ich hoffe, die machen auch mehr Schaden oder machen irgendwie noch andere Effekte. Und deswegen zeige ich sie euch einfach mal. Also hier sind die Kisten. Ich muss mal gucken, was da drin ist. Oh, unsere Waffen fürs heutige Video. Was ein Zufall. Nein, also ich habe die natürlich da reingepackt. Also heute werden wir nur Pistolen ausprobieren. Ja, werde ich beim nächsten Mal gucken, ob es euch überhaupt taugt, ob euch die Waffen gefallen, beziehungsweise ob da irgendwas Krasses ist. Wenn nicht, werde ich beim nächsten Video vermutlich alle restlichen testen, einfach weil sie eh nichts Krasses bilden. Eigentlich genau das gleiche Prinzip wie beim letzten Mal. Also wir testen jetzt die ganzen Waffen durch mit verschiedenen Aufsätzen und schauen, was so draus wird. Also das hier ist die erste, die Glock 18. Aha, sieht irgendwie schon besser aus, oder? Okay, Schuss. Oha, der Dauerfeuer. Ja gut, nachladen muss ich auch nicht. Okay, Schüsse treffen auf jeden Fall. Ja, die Glock, die mochte ich immer. Also gerade in COD oder sowas, konnte man sich die schon immer sehr, sehr gut genehmigen. Okay, haben wir ein Dorf. Oh, nein. Also die ist gut. Hat nicht so krassen Rückstoß, also kann man machen. Gehen wir wieder zu unserer Kiste. Ich dachte kurz, ich habe sie verloren. Ja, aber Rückstoß ist schon, es ist schon ein bisschen was. Dann Aufsätze. Okay, Freunde. Es ist genau das gleiche wie bei den anderen Mods. Ich musste erstmal alle... Warte, ich zeig's euch einfach mal. Alles, was rot ist, sind Konflikte. Das heißt, alles, was rot ist, wurde gleichzeitig auf anderen Tasten auch noch, beziehungsweise hat andere Funktionen gelegt. Hier die Konflikte anzeigen. Die ganzen Einstellungen müsste ich umändern, auf andere Tastenkombinationen legen, weil sie so nicht möglich sind. Weil sie doppelt, dreifach oder vierfach sind. Was geht da ab? Okay, jetzt habe ich es auf jeden Fall geändert. Ja, machen wir einfach normalen, oder? Beziehungsweise legen wir uns die direkt hier in die Leiste, damit wir nicht jedes Mal irgendwo hinfliegen müssen. Ihr wisst, was ich meine. So, die Kiste lassen wir jetzt stehen. Ja, den Bug seht ihr auch, oder? Perfekt. Ich glaube, ich starte das Spiel neu. Es ist schon wieder so geisteskrank lost. Aber das muss ja so sein. Sonst wäre es ja langweilig. Sonst wäre es ja Standard. Weltdaten werden eingelesen. Ja, lies schneller bitte. Ich muss rein. Ich habe hier einen Job zu erledigen. Bist du langsam ready? Spaghetti. Welt wird betreten. Ja, unser Inventar ist anscheinend immer noch im... Wieso passiert sowas? Das macht gar keinen Sinn. Ja gut, Leute, ich habe es jetzt hier auf den Boden geschmissen. Ich muss es halt jetzt immer aus dem Inventar holen, weil... Naja, anders seht ihr, funktioniert das nicht. Auf jeden Fall modde ich jetzt die Waffe. Es wird Zeit. Okay, das ist sie. Farbkombination passt so gar nicht, aber... Ey, sie dreht die schlecht aus. Oh, aber richtig... Das ist ein richtig schönes Geräusch. So gefällt mir das. Ja gut, eine Standardpistole eben. Ein paar Hits verteilen. Ich finde es ganz witzig, wie die Villager hier so diesen aggressiven... Na, ihr wisst, was ich meine. Diese komischen Blasen da. Ja, nee, ganz normale Pistole. Nichts Krasses, aber schöne Vibes. So, was haltet ihr von meiner Desert Eagle? Yo, eine richtige Maschine. Es sieht einfach aus wie eine Sturmwaffe. Geräusch passt auch 100%. Katze. Nein. Aber die macht One-Shot, oder? Edgar, pam. Oh, war das scharf? Habe ich da jetzt nicht getroffen, oder was? Hä? Also... Oh nein, ich habe einen Dead Pig eingesammelt. Man kann hier, naja, nicht lebendige Schweine einsammeln. Wartet, ich zeig's euch mal. Und pam! Modden wir mal unsere Waffe. Okay, da geht auch Visier und unser guter Charlie. Obwohl, den Charlie, den kennen wir eigentlich schon. Lasst uns mal, was gibt noch andere? Reduzieren den Schall natürlich nicht mehr, aber machen den Schaden nochmal deutlich stärker. Oha, okay, das buggt ein bisschen. Leute, wo seid ihr? Ich will nur reden. Und Eisengolem? Macht richtig gut Schaden. Was geht denn da ab? Okay, Leute, wir müssen unser nächstes Dorf suchen. Ey, diese Pistole sieht da so weird aus. Keiner hat so eine Pistole. Besonders nicht eine Desert Eagle. Obwohl der Ding gut ist. Also, fühlt sich angenehm in der Hand an. Und macht halt schon krassen Schaden. Also genau das, was ich erwartet habe mit diesem Aufsatz. Aber wir brauchen jetzt ein Dorf. So ein paar entspannte Villager. Villager, wo seid ihr? Freunde, ich will nur reden mit meiner Desert Eagle in der Hand. Ist es nicht schön, wie das Schwein in seinem natürlichen Habitat ein bisschen rumwandert, das Leben genießt, ein bisschen Essen sucht.
Lasst uns weiterziehen. Das ist die Natur. Oh nee, gehe ich jetzt wieder zurück oder was? Ich weiß es nicht. Oh, ich hab ein... Ist das unser Anfang? Dann raste ich aus, wenn das jetzt das Erste ist, was wir da... Also, bist du noch in unserer Truhe ganz am Anfang? Ey, eine schwebende Insel. Also, wenn da jetzt keine Villager drauf sind, dann weiß ich auch nicht. Villager, wo seid ihr? Alles klar, da ist kein Villager drauf. Für was ist diese Insel? Ich brauche doch nur ein Dorf. Ah, Leute, ich sehe gerade hier Desert Eagle 17 Schaden. Die davor 4,5, aber hat auch Dauerfeuer. Das ist die USP 11 Schaden. Die P250 13. Und die 14. Und die 18. Oh, die Magnum. Das sind also jetzt noch die Waffen, die wir hier testen. Hier die USP. Oh, eine ganz Standardwaffe. Ich glaube, brauche ich auch nicht zeigen, oder? Obwohl sie trotzdem cool aussieht. Ja. Standard. Macht aber gut Schaden. Oh nein, Kühe. Ich modde sie mal. Mit neuen Aufsätzen natürlich diesmal. Diesem langen Visier und dem Tactical Barrel. Ist das auch ein Schalldämpfer? Nee, das macht wahrscheinlich auch nur Schaden. Aber das gefällt mir. Es gibt auch... Was ist das denn für ein Hühnchen? Ah, der ist aber... Nee, die gefällt mir nicht so gut. Ich weiß nicht. Das Geräusch ist auch irgendwie gar nicht befriedigend. Okay, next. Leute, da müssen wir schnell durch. Hilft nichts. Aber Waffen, die nicht gefallen, die P250. Oh, das Geräusch ist aber gut. Warte, machen wir da nochmal ein bisschen... Also Visier, muss ich sagen, gefällt mir das hier am besten. Warte, ich zeig's euch. Ja, irgendwie hat es am meisten so Holo-Vibe. Charlie, dann nehmen wir auf jeden Fall den hier, weil Charlie ist einfach am besten. Und Geräusch? Ja, genau so. Macht jetzt eigentlich weniger Schaden. Wir haben immer noch 13. Oh, einfach den Esel gehittet. Die ist aber gut. Die ist auch schnell, wenn man so geht und dann einen Gegner sieht. Pam! Dann ist die schnell im Scope drin. Also hat schon... Die würde ich nehmen. Also ich sag euch, wie es ist. Wenn das jetzt ein Shooter wäre, könnte man die gut spielen. Einfach als Safety first. Das ist nicht echt. Das ist nur ein Spiel. Macht das nicht zu Hause nach. Next, M1911. Oh nee, die ist ja optisch richtig unattraktiv. Wartet. Ja, Geräusch geht. Also Geräusch ist akzeptabel. Ist jetzt nicht so schlimm wie das andere vorhin. Aber auch nicht schön. Machen wir nochmal den hier. Der hat gut Schaden gemacht. Oh! Die erste Pistole, die so einen Schaft dran machen kann. Da, Stock. Ist ja irgendwie, naja, nicht so schön. Okay, Fische. Kann ich ja unter Wasser eigentlich auch? Ach krass, das geht echt unter Wasser. Warte, wie weit geht die Kugel aber? Das ist die Frage. Die hat schon, wenn man sie optisch so anguckt, hat sie schon ein bisschen was von so einer Sturmwaffe, oder? Also ich weiß nicht. Aber wenn man so einen Schaft an der Pistole dran machen kann, ist es immer ein bisschen komisch. Weiß man immer nicht, ob man das gut findet oder so. Und jetzt die letzte, die Magnum. Vom Hören müsste sie safe jeder kennen. Sehr impulsive Waffe. Ja, ich glaube, die hat sogar nur so eine, ja genau, so eine Rolle. Also praktisch nur 6 Schuss oder so. Wie oft wird hier eigentlich Nacht? Und pam, und pam, und pam. Erstmal gucken, was man da dran machen kann. Schaft geht auch. Warte. Aber es geht kein Scope. Das ist schon mal sehr unsympathisch. Ja, Schaft nehmen wir mal den hier. Leute, ich mache da jetzt mal einen Schalldämpfer dran, weil ihr seht ja, der Lauf ist sehr, sehr lang. Und wir schauen einfach, was passiert, wenn mit Schalldämpfer. Es ist jetzt einfach irgendwie ein Scharfschützengewehr, so lang ist das. Schaut euch mal den Lauf an. Geräusch ist aber schön. Warte, macht die weniger Schaden? Nee, immer noch 18. Aber ohne Scope ist es echt nicht so befriedigend. Keine Ahnung. Scope muss einfach. Kommt man nicht drum rum. Pam. 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 Ne, das sind halt so die Standardwaffen, also auch nichts krass Besonderes. Also die Pistolen, ihr seht ja, das sind die ganzen Waffen, die noch verfügbar sind. Wie gesagt, falls euch diese krassen Waffen, also diese eher besonderen, weil das andere waren ja nur Standardwaffen, ich kann sie euch mal noch zeigen. Das waren unsere ersten Waffen, die wir gehabt haben, also echt normale. Obwohl da ja eigentlich die Explosionswaffen auch am meisten Spaß gemacht haben, deswegen... Ja, hier gibt es leider keine. Beziehungsweise hier gibt es noch eine Pistole. Ich weiß nicht, ist es eine Pistole? Yo. Irgendwie ist das ein Scharfschützengewehr, oder? Hört ihr das Geräusch? Bam. Oh mein Gott. Crazy Weapon. Okay. Kann die gemoddet werden? Also optisch muss ich sagen, ist das die beste. Also, oder? Optisch sieht sie schon sehr attraktiv aus. Sollte man vielleicht über Waffen nicht sagen. Warte, ich modde die nochmal kurz. Der Schalldämpfer ist auch wieder so lang. Ach krass, aber das Geräusch ist genau wie ohne Schalldämpfer. Naja, das Geräusch gefällt mir gar nicht. I'm so sorry. Ohne Visier? Okay, geht auch. Naja, nee, aber finde ich auf jeden Fall cool. Kann man safe machen. Das ist echt so krass, hier die Vector. Meine absolute Lieblingswaffe im Übrigen. Also in jedem Shooter, den ich jemals gespielt habe, war das hier meine Favorite-Waffe. Die Chris Vector oder, genau, oder wie sie auch genannt wird, Fennec. Keine Ahnung, das ist meine Favorite-Waffe all time. Und die gibt es hier auch.
Also ultra cool. Ja, aber die könnten wir eventuell in einem nächsten Video ausprobieren. Ich weiß nicht, wollen wir nochmal so fürs Ende vom Video, weil das war eine relativ Standardwaffe. Und wir könnten uns ja, weil ich habe hier vorher noch was Krasses gesehen, weil der Mod hat sehr viele Optionen. Infinity Nuke. Schaut euch mal die Power an. Da, pam. Explodierst du jetzt oder muss man hier irgendwie noch Start drücken? Okay, die krasseste Nuke. Leute, muss ich die vielleicht anzünden oder so? Ah ja! Ich habe gerade die Nukes angezündet. Ich weiß nicht, explodieren die auch irgendwann oder eher nicht so? Es sieht auf jeden Fall sehr kurz vor Explosion aus. Aber irgendwie passiert da rein gar nichts. Ah. Anscheinend explodieren die doch irgendwann. What? Leute. Ich mach kurz mal für euch die Sichtweite komplett nach oben. Ich habe gerade eine Nuke mit der Sprengkraft von 9... Naja, ihr seht ja, was da steht. Gezündet. Und naja, das ist passiert. Also anscheinend funktioniert die Waffe doch. Also wenn wir das jetzt mit dem TNT-Mod vergleichen, war das die größte Explosion bisher? Als Einzelnes? Oh mein Gott, du machst ja doch was. Ich dachte, du bist so richtig langweilig. Warte, und was ist, wenn wir ganz viele von dir zünden? Wir haben jetzt 5 nukleare Atomsprengsätze mit einer Kraft von 9 Trilliarden irgendwas gezündet und warten jetzt und gucken, was passiert. Es ist so krass, es leckt einfach jetzt schon. Das war die erste. Das waren die längsten, aber ich sehe einfach nichts, weil alle... Wieso haben wir das jetzt eigentlich gemacht? Es ging heute eigentlich um Pistolen, um einen Waffenmod und... Plattform reagiert nicht. Programm schließen. Gut, Leute, ihr könnt euch ja denken, was passiert ist. Wenn eine schon diesen Krater ausgelöst hat, was dann 5 machen. Ja, das war einfach nochmal so ein kleines Special zum Ende von dem Video, weil eben nicht so krass passiert ist. Falls ihr Bock habt, dass ich die anderen Sturmgewehre, sage ich jetzt mal, teste, die ihr vielleicht, wenn ihr COD oder sowas spielt, auch darin benutzt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Sonst, falls euch das Video gefallen hat, gebt natürlich auch gerne ein Like, ein Abo und ein Commentary. Also Kommentar. Ja, sonst würde ich sagen, war's mit dem Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal.